Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2. Ja, Freunde, ich bin hier in der Spezialwelt 3. Eigentlich wollte ich doch an einem anderen Ort sein, der so gerade so richtig fies ist. Aber okay, wir sind außerhalb. Wir sind in der zweiten Hälfte. Und ich habe auf einen Tipp eines Kommentarschreibers gehört. Ich glaube, es war der gute Markus. Bin mir aber nicht sicher. Der hat nämlich gemeint, dieser Bug, den ich hier habe, der ist mit der neuesten ZSNES-Version nicht mehr vorhanden. Und deswegen habe ich mir die jetzt geladen. Und mal schauen, ob es stimmt. Ich hoffe doch. Wir werden es jetzt hier gleich merken. Nein, der Bug ist immer noch da. Das Fass dreht sich wie eine Seuche. Ich glaube, ich weiß, wo der Bonus ist. Aber da habe ich jetzt keinen Kopf dazu. Jo. Aber immerhin die Stelle geschafft. Aber ich wollte auch an der Stelle ein Safe machen. Das mache ich jetzt. Dann ziehen wir es halt mit dem Bug durch. Mein Gott. Also mit der neuesten ZSNES-Version ist es leider nicht getan. Der Bug ist weiterhin da. Also müsste ich doch komplett den Emulator wahrscheinlich wechseln. Jo. Schöne Sache, ne? Ich bin begeistert. Ja. Aber wer weiß, vielleicht ziehen wir das jetzt wie Bros hier einfach auch durch. Ah! Egal, egal, komm. Nein! Scheiße. Wir wollten noch schnell in das Fass springen, aber das wollten wir. Dabei war das nicht schlecht. Wir hätten es ja fast geschafft. Naja gut, ich habe mir ja gesagt, ich darf safe selten, solange der Bug besteht. Das gönne ich mir jetzt einfach mal an der Stelle. So, deswegen nochmal. Das sind schon Bugs, ey. Wir können das auch so. Na, an der Stelle da. Das ist so blöd einfach, wenn das... Ah! Das hätte ich fast gelöst, aber... Ach komm, das ist doch kacke. nee. Da muss ich wieder... Das ist total uneben. Hä? Open. So. Das ist unepisch, ich weiß. Aber ich könnte zumindest mal... Och, was... Okay, das war jetzt dumm. Das hat jetzt auch nichts mit einem Bug zu tun. Das war einfach nur dumm. Aber... Hey, lass das. Ich bleib hier schon genug. Ich brauche nicht noch so einen Mist von dir, mein Freund. Kann ich auch mal versuchen... ...den Bonus zu kommen? Nee... So bestimmt nicht. Ja, ich hätte mir eine Shortcut legen sollen für das Laden. Aber ich habe halt echt gehofft, dass es mit der neuesten ZSNES-Version funktioniert. Aber leider wurde ich enttäuscht. Das war so ein derbe enttäuscht. Och man. Nein, schon wieder nix. Ja, jetzt habe ich auch das Gefühl, dass nichts mehr klappt. Och komm, das ist doch kacke mit so einem Bug. Das macht doch keinen Spaß. Ich verliere echt gerade die Lust, dieses Level da zu machen. Ich habe auch keinen Bock, jetzt mir einen neuen Emu zu holen und alles. Vor allem, ich kann da auch nicht schnell genug quicksafen. Kann er nicht nach einem Fass dann... Obwohl, ich könnte es bringen. Ich könnte es echt bringen. Wisst ihr was, ich bringe das jetzt. Ich werde es mich so gnadenlos dämlich hier durch Safe Staten. Das ist mir so egal jetzt. Ich kann ja jederzeit pausieren und deswegen, sobald ich das Gefühl habe, dass es passt. Hier zum Beispiel. Hier mache ich jetzt einen Quick Save. Das ist mir so egal, ey. So. Ich könnte mal versuchen. Nee, das geht nicht. Okay, das war dumm. Und gleich wieder open. Ja. Okay, weiter. Nein. Oh, da ist ein Abgrund. Okay, nice. Open. Da muss man echt aufpassen. Wenn ich jetzt anfange mit diesen extrem Quick-Saves, kann ich auch unglaublich schnell krass sterben. Also nicht so, sondern so richtig krass, ne? Dass ich mir zum Beispiel ultimativen Tod aufbaue. Oh, Mann! Ich will das schräg haben! Wann hat es doch noch gut geklappt und... Hä? Okay, warum dieses Fass?
Egal. Nein, open. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel aus Versehen speichern würde, das wäre skandalös. Das wäre richtig skandalös. So, nee. Mal an die Stelle, ey. Ja, ich weiß, das ist ein total behämmerter Part. Den könnten wir uns eigentlich schenken, also... Das ist alles nur nicht interessant. Es tut mir auch leid, aber... So, schön, jetzt haben wir die Stelle geschafft. Hätten wir eigentlich einen Speichergrund gewesen. Ja. Boah. Okay, cool bleiben. Ja, das ist jetzt wieder schön gewesen. Ja, und dann... Das... Wie sollen die Stelle machen? Ja, komm. Das ist so... Das wäre so einfach. Theoretisch. Ja, komm. Ich könnte hier auch mal speichern. Ah, ich weiß nicht. Ich werde mal Pick State machen. Pick State und dann mal auf die 1. So, und wie speichert der das jetzt? Das müsste jetzt ein separater Spielstand sein, hoffe ich, wenn ich jetzt auf Save State gehe. Wenn nicht, dann versaue ich mir eben gerade mein ganzes Spiel. Ich meine, jo. Pech, ne? Nein, so nicht. So, mal gucken, was er jetzt lädt. Er lädt das, okay. Jo. Jo, das war doch ganz cool. Das war auch cool. Stopp, da mache ich auf jeden Fall ein Save jetzt. Ah, ist doch nur noch dieser letzte Trick hier. So. Zack. Und zack. Jo. Shit. Naja, gut, aber wir sind auf jeden Fall mal einen guten Schritt weiter. Ist doch schön. Guter Schritt sind wir weiter. Da kann man das so schön überspringen. Ach, die Stelle, ey. Ja. Wie ich eigentlich so eine Art zu spielen verabscheue. Kann mir gar nicht vorstellen, wie Leute das freiwillig machen, ganz ehrlich. Stopp. Speichern. So. Ein bisschen Stress hier aber auch. Oh nee, genau das ist doch jetzt richtig kacke. Oh, wir haben's nicht. Oh, der letzte muss schräg sein. Oh nee, ey, die letzte Stelle ist so fies, weil sich das... Überleg mal, wenn das Fass einfach nur oben stehen würde, wie einfach das dann ist. Aber nee, ich muss die ganze Zeit hier entgegenlenken, wie so ein Irrer. Oh Gott. Jo! Nein! Oh, ich glaube, nach den 2 Bienen werde ich nochmal safen. Wenn ich die nochmal schaffen sollten. Gott. Komm. 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 Komm! Jo! Speichern! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Safe. 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 Und jetzt nur noch einmal schräg. Einmal schräg! Nein, das ist nicht schräg. Das ist... Doch, das war schräg, aber das war falsch schräg. Hä? Open. Oh, Mann, wie mich das abnervt hier. Komm. Ah, ich komme ja doch drauf. Safen. Und bitte lass es vorbei sein. Ich habe keinen Bock mehr auf den... Nein, 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 safen. Ich habe keinen Bock mehr auf den Dreck. Lass es einfach vorbei sein. Ich hole mir auch keinen Bonus, ey. Ich will ja einfach nur noch weg. Ich will gehen. Ich will leben. Ich will wieder ohne Bugs spielen. Ja gut, das war jetzt bugfrei, aber trotzdem blöd. Na echt, also sowas ist echt schade. Sowas überhaupt... Ja, existieren muss. Aber das ist jetzt... Ah, wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Ist da was Besonderes drin? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß ganz genau, wo der Bonus ist. Das können wir uns im Nachhinein auch noch holen. Das ist kein Thema, aber... Hauptsache, ich bin durch. Ach komm, leck mich. Hauptsache, ich bin durch. Ach, da oben rechts war eine Banane oder war da was? Ich glaub's nicht. Ist mir egal. Tschüss.
Was für ein Bugfest, aber ehrlich. Sowas macht keinen Spaß. So, jetzt können wir das Spiel wieder richtig gemütlich angehen. Wenn ich Funky finde, da ist er. Nein, du bist Quarks. Entschuldigung. Wo ist denn Funky? Ah, da oben. Oh, mein Freund. Ich bin so froh, dass ich weggehen kann. Ja, sorry, es war unepisch, aber probiert selbst. Unter den Umständen. Bäh. So. Hier haben wir ja ganz gut aufgeräumt eigentlich. Das lief richtig gut. Und aufgehört. Ja, Clubbers Kiosk, den können wir uns noch nicht leisten. Und wir machen weiter im Wald des Grauens. Ist mir egal, wie grauenvoll er ist. Er kann gar nicht so schlimm sein, wie das, was ich eben hatte. Hier ist es wieder bugfrei, sei denn es gibt wieder meine Lieblingsfässer. Was ich jetzt einfach mal nicht hoffe. So, warte mal, ich würde gerne mal da hoch. Ah ja, obwohl, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Wand checken und so. Und nämlich der. Wow, der hat aber... Warum hat denn der so schnell... Ach, egal. Oh, ne, wie... Oh, gut gemacht. Nein, aus Zufall hat das ja... funktioniert. Ich glaube, ich habe... Oh, ne, da will ich jetzt nicht rein. Bestimmt schon was übersehen, da unten war... Naja, das checke ich jetzt aber mal. Das ist mir zu... Das wirkt schon zu optional. Da schwebe ich mal hin oder gehe ich mal hin. Obwohl... Hä? Aber da ist doch eine Banane. Okay. Es ist wirklich optional. Man sollte die Banane ruhen lassen. Okay. Schwer ist es jetzt natürlich nur, wenn man darauf bedacht ist, irgendwas zu finden. Jetzt bleibe ich mal gleich unten. So, und den haue ich zu Brei. Dann weiß ich nämlich, was hier unten Sache ist. Nämlich gar nichts. Ach komm! Jetzt hat er mich getroffen. Oh. Ein bisschen leichtsinnig kommt mir gerade so vor. So, komme ich da überhaupt hoch? Nö, ich muss irgendwie unten rum. Wenn nicht davor? Mann, oh Mann, diese Ratten hier. Ah ja. Oh ne. Der könnte mich töten, wenn er wollte. Okay, schade, dass ich nicht gerade Dixie habe zum Hochwerfen. Na gut, gehen wir mal da rein. Mein Lieblingstier, zumindest in diesem Spiel. Ansonsten ist es ja eher nicht mein Fall. Kann ich jetzt nochmal zurück? Nee, schade. Okay, wir sind die Spinne. Ja, dann wird zumindest der zweite Teil jetzt wahrscheinlich chillig. Es gibt nichts Geileres wie die Spinne, ich sag's euch ja. Was ist schon ein Boden? Wer braucht schon einen Boden hier? Au, wow, 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 wow. Na, da haben sie es mir nochmal gegeben. Vielleicht sollte ich doch lieber ein bisschen vorsichtiger sein. So, schön, wie ich die alle fertig mache. Weg mit dir, Bienchen. Kein Mensch braucht dich, kein Mensch liebt dich. So, weg mit euch. Das kann ich gebrauchen. Okay. Oh nee, nicht so einer. Gleich weg mit. Ganz ehrlich, bevor der anfängt mit seinem Haken. So, können wir springen, da können wir töten. Wie gemütlich. Aber ich bin bestimmt schon an dem einen oder anderen Bonus vorbei, wobei hier... Wow, 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 wow. Okay, gut. Hier geht's gerade richtig schön hoch. Na super, sonst gibt's hier nichts anscheinend. Ah, boah, jetzt erst die Hälfte. Alles klar. Warum auch nicht? Jetzt erst die Hälfte. So, der Weg führt mich ein bisschen nach oben. Und immer weiter nach oben. So, wir merken, das ist überhaupt kein Problem. Fast im Schlaf, die Geier auch. Ich sag's ja, die Spinne, die ist Wahnsinn in diesem Teil.
Der hat für alles eine Lösung. So, wohin? Ah, okay, das war jetzt ein bisschen blöd, dass ich da gesprungen bin. Das sollte man nicht tun bei den Piepmatzen. Die einen Sturzflug machen, dann gute Nacht. So. Oh, das ist der Nächste. Weg mit ihm. Lass mich von euch überhaupt nicht dumm anmachen. So, nächste Trottel und tschüss. Der Buchstabe interessiert mich wie immer nicht. Oh, sag mal. Eigentlich wollte ich... Moment. Moment. War da oben... Ah! Ach komm! Du warst doch schon weg! Wie ich Response hasse, ey. Wie ich Response hasse. Na egal. Ich wollte auch nur mal gucken, ob da oben was ist, Mensch. Egal. Viel war es ja nicht. Aber man merkt's. Man braucht immer länger. Man stirbt immer öfters. Manchmal aus Pech, manchmal aus Leichtsinn. Versuchen wir den Leichtsinn jetzt erstmal zu vermeiden. So, indem ich euch souverän kille. Jetzt kommt auch gleich wieder die Stelle und diesmal werden wir keine Spinne verlieren hier, weil im Grunde muss ich nur einmal schießen, wenn sie mich anfliegen. Und der Rest trifft mich eh nicht. Alles andere ist eigentlich Risiko. Das gerade eben. So. Ach ne, jetzt kommen erst die noch. Na, mir egal. Na komm. Und tschüss. Mein Freund. So, jetzt ist der wieder. Gut, und jetzt kommt gleich die Stelle, wo ich oben bleiben möchte. Hier zum Beispiel. Aber es geht gar nicht, wie ihr merkt. Das. Ah! Oh Gott, ich hab schon gedacht, ich falle hier irgendwo durch. Aber es ist nichts passiert, okay. Weiter. Jetzt ganz ruhig. Wir haben alle Zeit der Welt. Ah, nein, haben wir nicht. Warum? Jetzt bin ich total in Eile. Weil das Netz auf einmal wegging. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Oh, toll. Ich muss jetzt... Komm, probieren wir es. Für den Bonus. Ihr merkt nämlich, die Kanonenkugel hier ist unglaublich langsam. Das hat ihren Grund, damit man ihr nachkommt. Denn sie wird uns etwas offenbaren. Oh, yeah. Ja, wer sagt, dass Bonuswelten leicht sein sollten, müssten. Natürlich nur Lug und Trug. Vor allem das in der entsprechenden Zeit zu schaffen. Stell ich mir... Ah, ne, wenn es da schon kommt. Okay, alles klar. Cool. 7 Münzen. Eieiei, ich bin auch sowas von nervös gerade hier. Das Spiel macht mich richtig nervös. So. Runter. Runter. Hoch. So, den Rest machen wir jetzt ganz chillig hier. Okay. Immer direkt vor der roten Biene. Und dann einmal nach der roten Biene. Oh, da muss ich mich beeilen, sonst trifft die mich. Gut. Alles klar. Da ist schon wieder ein Secret. Zumindest sagt mir der Pfeil das. Gucken. Ne, ihr wollt mich nur blöd anspringen. Ihr könnt mir beim Secret definitiv nicht helfen. Und nein, geh weg. Ich mag dich nicht. Okay.
So, wo ist denn mein Retter in der Not hier, der mir mit dem Fass... Ah ja, alles klar. Da muss ich nachkommen, da muss ich nachkommen. Shit. Ah, hat geklappt. Zweiter Bonus, yay. Sammle die Sterne. Was sollten wir hinbekommen? Das ist ein Symbol, das manche kennen. Das ist das Symbol von Rare, die Entwickler des Spiels. Das war einfach. So, fehlt ja nur noch das Ziel. Ich glaube, hier kommt's. Die Spiele muss ich leider abgeben. Das klingt... Oh! Oh je, okay. Nach der kleinen Banane. Nein! Shit. Okay, das müssen wir nochmal machen. Aber nicht heute. Oh, fies. Ganz kurz, das nur aufleuchtet. In dem Fall. Ganz, ganz fies. Immerhin haben wir sämtliche Bonus-Levels erreicht, aber wie gesagt, Aftergame wird sich drüber freuen. Jetzt geht's ab zu Crows Rache. Ja, wenn wir von Rache sprechen, dann geht's natürlich darum, dass wir den Boss schon kennen. Wir haben ihn zwar besiegt, aber er kommt uns jetzt geisterhaft hier in einer blöderen Umgebung nochmal zur Geltung. Oh, und eine Berührung mit ihm ist tödlich. Ja, ich... Ah! Ihr habt es aber bestimmt bemerkt, da war einer von den nervigen Geiern lebendig. Wenn wir den gekillt hätten, wäre vielleicht was Krasses passiert. Deswegen nochmal. Den krassen wollen wir besiegen. Den hier. Ja, das gibt uns nämlich ein Fass, das wir brauchen, um den hier zu machen. Alles klar. Oh, okay. Warum kriege ich jetzt diese Haken? Ich könnte jetzt nach oben. Ich muss wahrscheinlich... Oh. Ich muss wahrscheinlich auch nach oben. Okay, das war schlecht. Ah! Oh Mann. Ja, shit, da wäre... Da wäre auf dem Weg Dixie gewesen. Au! Oh. Ja, ich habe es euch ja gesagt. Die Bosse, die werden nochmal deutlich fieser. Okay, alles klar, aber man kommt wieder hinter das Schema. Langsam, aber sicher. Also hier nochmal ganz gemütlich. Killen. Fass nehmen. Töten. Hochgehen. So, mit Didi auch irgendwie ein bisschen gemütlicher. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das immer einbilde. So, jetzt hier aufpassen vor allem. Das zählt zum Glück nicht als Treffer. Und jetzt wieder das gleiche Spiel. Nur ein bisschen schneller. Ein bisschen viel schneller. Wo ist es? Da ist es. So, komm her. Jetzt bist der du dran. Genau, das ist mit dir halt so gemütlich. Da braucht man nur dran zu stehen. Und es geht noch eine Etage hoch. Allerdings nicht hier, sondern hier. Okay. Ah. Ah. Jetzt kommen sie von allen Seiten. Oh Gott. Wie gemein. Ah, komm schon. Ah. Hoffentlich die letzte Runde. Wow. 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 Hi. Wow. Wow. Jetzt hör doch mal auf. Wo kommst du überhaupt her? Von da. Scheiße. Das war zu früh. Verdammt. Ach, das wär's gewesen. Habe ich mich auf den Speed verlassen, den die Vögel hatten, und er ist zu lahm. Der Große ist zu lahm, aber egal. Man lernt ja draus. Ah, nicht. Obwohl, vielleicht ganz gut, wenn ich Dixie am Schluss, am Anfang verbrate. Mir geht da eh nur auf den Keks. Oh! So, jetzt hoch. Aber wie mies man da nur ausweichen kann, mal ehrlich. Ich meine, hier geht's ja noch. Und da kann man nochmal nachrüsten. Aber ab dann jetzt nicht mehr. Zack, 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 zack. Und diesmal warte ich mit Erfolg. So, ich muss zur anderen Seite, geh weg.
hier jetzt aber nicht getroffen zu werden, ist fast eine Kunst. Boah, komm, ey. Ist doch krank. So, aber jetzt, komm. Jetzt habe ich ja auch mein Didi. Kann ja nicht so viel schief gehen. Bilde ich mir ein. Oh nein! Egal, egal. Oh nee, nicht egal. Jetzt muss ich ja irgendwie über ihn drüber kommen. Okay. Ganz cool, ganz cool. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir heute noch. Wir werden die Welt heute noch abschließen. Also auf ein neues. Ist halt nicht so einfach, dieses krass wechselnde Tempo hier. Ja, sofort zu kapieren. Oh, was war das jetzt? So, kommt ja immer da, wo man gerade ist. Aber bei dem zweiten, nee. Wenn ich das nur besser ausweichen könnte, dass ich am Schluss noch zwei habe, dann wäre alles so easy. Nee, nicht bei dir. Obwohl nichts passiert. Oh, das war ganz knapp. Beinahe hätte es wieder getroffen. Hat geklappt mit Dixie. Na, komm, ich kann das nicht. Und jetzt habe ich noch eine gute Strecke vor mir. Nein! Och, Mann. Das ist doch ärgerlich. Jo, aber ich hab's ja gesagt. Die Kämpfe werden fieser und schwieriger und gemeiner. Ich würde es nur gerne jetzt in dem Part noch schaffen. Deswegen nochmal volle Konzentration hier. Boom. Volle Konzentration. Jo. Wenn ich hier immer wechsle, passiert mir nichts. Das ist ja sowas von einfach, aber das zweite, ey. Sieht vielleicht einfach aus, aber ist in der Praxis nicht, finde ich. Shit, falsche Seite, aber das macht jetzt eigentlich nichts. Jetzt wechsle ich doch lieber wieder zu Dixie. Kann ich eher verzichten. Da oben. Ah, Mann! Ich krieg's doch immer wieder irgendwo. Egal, vielleicht klappt's ja jetzt. Komm. Das gibt's ja wohl... Das darf doch nicht wahr sein. Vor allem, warum? Da unten war doch... Okay, das war fail. Das war übelster Fail. Mann. So eine Scheiße. Komm schon. Wir ziehen das jetzt durch hier. Wir haben noch eine Minute. Dann würde ich den Part eigentlich beenden wollen. Also hier jetzt ein DK fast bringen. Aber nicht weiter oben, ne? Na, egal. So nach dem Motto da unten muss man das Prinzip verstehen. Wenn man es dann nicht geblickt hat, dann gute Nacht oder so. So. Jetzt wieder die kritische Phase. Werde ich es diesmal schaffen. Endlich mal an dieser Kackstelle. Keinen Schaden abzubekommen. Es ist so fies. Aber wir haben's. Wir sind zu zweit. Wir sind zu zweit an dieser Stelle jetzt. Ja, wenn das jetzt nichts wird, dann fress ich ein Beast. Okay, ich sag nichts. Hört auf. Lass mich in Ruhe. So, von wo kommst du? Eigentlich egal. Denn ich bin Didi. Boah. Hammer! Das wird noch schlimmer, Freunde. Aber nicht mehr heute. Heute haben wir es geschafft und das nächste Mal freuen wir uns auf
Rules reich. Mensch, wir sind fast wieder durch. Naja. Gut, wir haben noch einige Prozente zu holen, aber trotzdem. Dieses Level hier. Einer meiner absoluten Lieblingswelten. Die werden noch richtig fies und gemein und episch und was weiß ich nicht alles. Schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Donkey Kong Country 2.